Guten Morgen und herzlich willkommen zu The New Office Experience, dem Livestream aus dem FECO Forum in Karlsruhe. Mein Name ist Corona Federle. Ich freue mich, Sie und euch durch die nächste Stunde zu begleiten. Alle hier im Raum Anwesenden sind getestet. Wir können die erforderlichen Abstandsflächen gut einhalten und dürfen so ohne Maske sprechen. Bei der Realisierung zukunftsgerichteter Arbeitslandschaften in unseren Projekten erleben wir, wie sich die Arbeitswelt entwickelt. Und seit einem Jahr steht unser Büroalltag durch die Pandemie vor zusätzlichen Herausforderungen. Das wirkt auf den Wandel der Arbeitswelt wie ein Beschleuniger. Lange Zeit wurde das Arbeiten im Homeoffice eher kritisch beäugt. Mit dem ersten Lockdown änderte sich dies schlagartig. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zu Hause arbeiten zu lassen, bedeutet nun für Vorgesetzte, Kontrolle abzugeben und auf Eigenverantwortung zu vertrauen. Die Präsenzkultur wird also von der Ergebniskultur abgelöst. Die Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten, haben einige Vorteile. Konzentrierte Tätigkeiten lassen sich gut erledigen, wenn man über ausreichend Fläche oder sogar einen separaten Raum verfügen kann. Der Anfahrtsweg zur Arbeit fällt weg und es bleibt auch mehr Zeit mit der Familie und dem Haustier. Doch 100% Homeoffice kann auch Nachteile mit sich bringen. Die Grenzen zwischen Arbeiten und Privatleben verschwimmen leichter. Alle Tage fühlen sich ähnlich oder gleich an. Wir tendieren dazu, eher mehr zu arbeiten. Und unser berufliches Netzwerk verkleinert sich, weil zufällige Begegnungen nicht mehr stattfinden. Doch innovative Ergebnisse entstehen immer dann, wenn Kollegen sich über ihre Ideen miteinander austauschen können und diese dann gemeinsam weiterentwickeln. Und unsere modernen Kommunikationstechniken können diesen zwischenmenschlichen Austausch, der für einen emotionalen Zusammenhalt und eine fruchtbare Zusammenarbeit benötigt wird und wichtig ist, auf Dauer nicht vollständig ersetzen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer denken darüber nach, was wird aus dem Büro? Wozu gehen wir ins Büro? Wer kommt wann ins Büro? Auch wir haben in unserer Ausstellung im FECO Forum in Karlsruhe umgebaut und freuen uns, heute in diesem Livestream unsere neu gestaltete Fläche, das Erlebnisreich, vorstellen zu dürfen. Wir erläutern dazu den Hintergrund unserer Planung und zeigen einen kurzen Film als bewegten Raumeindruck, als kleinen Ersatz für einen Besuch, zu dem wir herzlich einladen, wann immer dies wieder möglich sein wird. Im Büro der Zukunft geht es um Begegnung und Interaktion. So freuen wir uns sehr über alle, die heute live dabei sein können. Denn im zweiten Teil dieses Livestreams bestimmen die Zuschauer den weiteren Ablauf. Wir diskutieren und beantworten dann Ihre und eure Fragen live, zusammen mit unseren Experten und Expertinnen. Dazu können Sie auf der Landingpage auf den blauen Button Frage stellen klicken. So gelangt man zu Slido und kann dort seine Frage eingeben. Auch wer keine Frage hat, kann den Ablauf mitbestimmen. Denn gestellte Fragen können mit dem Daumen-Hoch-Symbol geliked und damit priorisiert werden. Heute bei uns zu Gast ist Trendexpertin Birgit Gebhardt aus Hamburg. Birgit, du erforschst die Zukunft unserer Arbeitskultur und beträtst Unternehmen. Deine Forschungsergebnisse publizierst der Industrieverband Büro und Arbeitswelt, kurz IBA. Deine New Work Order Studie trägt den Titel The Human Factor at Work. Wir freuen uns, dass du nach Karlsruhe gekommen bist und deine Gedanken nun im Impulsvortrag The Human Factor at Work, warum das Büro sich neu erfinden muss, mit uns teilen wirst. Schön, dass du da bist. Jetzt hören wir dir gerne gespannt zu.
Vielen Dank für die Einladung, Corona. Ich freue mich auch, hier zu sein, und ich finde das Thema hoch, hoch spannend, weil das Büro sich neu erfinden muss. Eine Weile haben wir das schon geglaubt in der digitalen Transformation, bevor praktisch uns die Pandemie erreicht hat. Jetzt haben wir digitale Transformation selbst zu Hause erprobt, haben festgestellt, dass vieles gut funktioniert. Aber ich würde ganz gerne als Trendforscherin jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, denn wenn wir uns fragen, wie wir Büros in Zukunft planen, dann ist es ja nicht nur für dieses Get-Together, wenn wir wieder alle ins Büro dürfen und ein Weitermachen dann wie bisher. Und es ist wahrscheinlich auch mehr als das New Normal. Und ich möchte Ihnen gerne heute zeigen, dass ich denke, dass wir stärker mit Nutzern rechnen müssen, die erwacht sind in dieser Pandemie und die eigentlich mehr Ansprüche haben an das Büro, als wir das bisher kannten. Ich denke, dass die Arbeitswelt von einer neuen Absicht getragen wird, die da heißt, dass jeder Nutzer seine individuelle Performance hier an diesem Ort oder wo auch immer sucht und zu vollbringen sucht, und dass es eben darum geht oder ihr darum geht, die eigenen Potenziale wirklich auszuschöpfen und entfalten zu können. Und die individuelle Performance war was, was bisher eigentlich in einem Industriestandard angelegt worden war, in Open Spaces, wo es heißt, hier kannst du doch arbeiten, hier hast du alle Möglichkeiten, und zwar eine hohe Flexibilität. Aber ich denke, dass es eigentlich uns noch zu wenig geführt hat, an die neuen Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, um das eigene Wissen und den Wissensaustausch stärker auszuschöpfen, und möchte das gerne zeigen, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben sehen, dass tatsächlich ja noch die künstliche Intelligenz demnächst auch im Büro anwesend ist. Nur braucht die künstliche Intelligenz keine Büroräume, sondern die brauchen wir. Und ich glaube, das ist der tatsächliche Shift, der uns bewusst macht, diese Büros sind nicht mehr für irgendwelche Prozesse angelegt, für irgendwelche Abteilungen, die ich hier durchmetere, oder Workbenches einfach nur. Die Büros sind für Menschen gemacht. Die künstliche Intelligenz ist in der Cloud oder umgibt uns, führt uns, aber wir haben diesen Raum für uns zur Verfügung. Und genau darum geht's. Was machen wir in diesem Raum als Menschen künftig in der Arbeitswelt, und wie kann uns der Raum eigentlich dabei unterstützen? Und ich denke, das ist wesentlich mehr als ein New Normal, was ja im Grunde erstmal gar nichts sagt, sondern es ist wirklich erstmal das Gefühl, wir kommen zusammen, und wir ja mit allen unseren Sinnen kommen wir eben zusammen, und das ist zugewandter als irgendwelche Abstandsregeln es uns im Moment erlauben. Aber wir denken ja schon, dass wir es mit Impfungen und so weiter in den Griff kriegen werden, sodass wir die Büros auch wieder vollumfänglich ausschöpfen können und eben unsere alle fünf Sinne tatsächlich dort auch ja in einer Response wiederfinden können. Ich denke auch, dass es engagierter sein wird als so eine Laissez-faire-Flexibilität dahingehend, dass man sagt, hier, wieso, Open Space, macht doch, was ihr wollt, wir können wieder Wände reinziehen, Wände rausnehmen, aber im Grunde habt ihr hier euren Arbeitsplatz. Auch diese Idee, dass man immer noch jetzt, gerade nach der Pandemie, überlegt, okay, wie viele bleiben zu Hause, wie viele kommen wieder. Wir rechnen immer noch in diesen Arbeitsplätzen, minimieren oder maximieren. Und ich denke, man müsste viel mehr schauen, was leisten eigentlich diese Sonderflächen, wie bringen die uns zusammen. Was werden wir überhaupt tun auf dieser Fläche? Einen Arbeitstisch habe ich auch zu Hause, deswegen muss ich nicht ins Büro kommen. Aber was passiert anderes um diesen Tisch herum oder vielleicht ohne Tisch, was uns zusammenbringt und was uns wirksamer zusammenarbeiten lässt? Dann hat das Büro in der letzten Phase praktisch vor der Pandemie ja schon begonnen, den Wohlfühltrend aufzunehmen, was durchaus sinnvoll ist, auch um Stress abzubauen und so weiter. Jetzt haben wir natürlich zu Hause festgestellt, ja, Wohlfühlen geht zu Hause eigentlich viel besser. Da ist es noch am authentischsten. Also auch dahingehend die Frage, was kann das Büro dann leisten, damit wir uns da stärker wohlfühlen, damit es nicht nur eine Dekoration ist, sondern dass es wirklich eine Wirksamkeit erzeugt, eine Wirksamkeit, die auch auf eine Selbstwirksamkeit geht und die bei uns am Menschen liegt. Und darum geht es eigentlich, wenn wir jetzt die Möglichkeit auch haben, viel autonomer zu entscheiden, wo wir arbeiten. Denn wenn wir es im Büro nicht besser können, dann werden wir zu Hause bleiben. Und das ist ein Riesenrisiko natürlich für die ganze Bürolandschaft und auch die Büroimmobilien. Das heißt, Sie sind jetzt wirklich gefordert, wenn Sie hier tätig sind, etwas zu bauen und etwas anzubieten, was mehr ist als das, was die Mitarbeiter bisher kannten und was sie zu Hause oder in einem Coworking Space oder woanders haben können. Und gucken wir nochmal zurück, was haben wir erlebt? Also es lief ja eigentlich ganz gut mit der digitalen Transformation. Wir waren verbunden, auch weltweit mit den Kollegen. Der Informationsfluss lief, bloß wir saßen eigentlich die ganze Zeit an diesem Tisch. Bei uns lief nicht so viel. Also auch physiologisch war es nicht immer ideal, ergonomisch sowieso nicht unbedingt. Wir sind zu unbeweglich dabei. Wir haben zu wenig eigentlich noch experimentiert. Auch solange es jetzt noch so ist, testen Sie sich aus. Schauen Sie, wo Sie unterschiedliche Meetings vielleicht machen können, mal
auf dem Sofa, mal auf der Terrasse, jetzt wo die Sonne schöner wird. Schauen Sie, welche Arbeitstätigkeiten Sie tun und ob Sie dafür den Ort durchaus auch in der Wohnung mal wechseln können. Wenn ich davon spreche, dass die Arbeitswelt sich um den Menschen dreht, geht es natürlich auch darum, rauszufinden, wie arbeite ich eigentlich? Wie kann ich gut arbeiten? Was tut mir gut an Umgebungen? Denn es ist tatsächlich so, dass wir natürlich mit unserem Raum in eine Interaktion treten und dass wir selber wieder so ein Gefühl entwickeln müssen, wie wirkt dieser Raum auf mich und wie wirke ich praktisch in meiner Arbeit mit diesem Raum. Teilweise haben wir es erlebt, dass wir dauernd gestört wurden, auch zu Hause. Es gab Studien, die gesagt haben, die Konzentrationsfähigkeit war eigentlich besser zu Hause. Das gilt aber nur, wenn nicht unbedingt noch Kinder oder Homeschooling oder irgendwas anderes notwendig wurde. Es war, glaube ich, schon so, dass man auch zwischendurch immer gedacht hat, ich wäre jetzt eigentlich gerne im Büro, einfach auch um eine andere Umgebung zu haben, eine, die mich jetzt in meiner Tätigkeit stärker fördert und nicht in diesem ganzen Haushalt noch zu sitzen, an die Wäsche zu denken oder an irgendwelche anderen Sachen, die hier einfach noch rumliegen. Also auch wirklich diesen Raum verlassen zu können, den Luxus zu haben, einen extra Raum, nicht nur einen, sondern wahrscheinlich ein ganzes Büro, das müssen wir auch lernen, dass es nicht nur dieser eine Tisch ist, sondern das ganze Gebäude praktisch, was mich einlädt, hier auf vielfältigste Weise arbeiten zu können, was zu Hause eben schwer nur möglich war. Und wenn wir an unsere Kinder denken, wie das Lernen funktioniert hat, dann hat es eher mäßig funktioniert. Man spricht ja schon fast von einer verlorenen Generation, ob man das Abitur jetzt wieder nochmal kürzt oder leichter macht und so weiter. Also wie diese Menschen dann praktisch, die Jugendlichen, weiter in das Arbeitsleben kommen, ob dann die Unternehmen hier wieder mehr Ausbildung leisten müssen. Das sind alles Fragen, die wir im Moment uns über unsere Kinder stellen. Aber eigentlich sind das auch Fragen, die wir uns stellen können. Was haben wir denn gelernt, wenn wir da am Bildschirm sitzen? Wie hat denn unser Lernen funktioniert? Müssen denn nur noch unsere Kinder lernen oder haben wir aufgehört zu lernen? Und da, denke ich, kommt einfach nochmal dieser Aspekt rein, dass es natürlich auch darum geht, dass wir uns weiterentwickeln. Denn unsere natürliche Intelligenz muss tatsächlich aufholen. Und auch dazu brauchen wir in Zukunft Büros, Räume, Interaktionsmöglichkeiten, die uns hier challengen, die das hier aus uns praktisch heraussaugen, die den Wissensaustausch förderlich machen zwischen uns, untereinander, miteinander. Interessant war, als man überlegt hat, welche Kompetenzen braucht man denn jetzt in Zukunft dann in der Arbeitswelt. Wenn Sie sich an die ersten Studien erinnern, also egal ob das Accenture, McKinsey oder irgendwas war, es ging dann erstmal, okay, Programmierfähigkeit, man musste im Grunde die ganzen MINT-Kompetenzen können und so weiter, Medienkompetenz und so fort. Es war sehr technisch fokussiert und es ist auch alles richtig, aber es war am Anfang so eine isolierte Betrachtung, jetzt werden wir digital und dann müssen wir wieder wie die Maschine, mit der Maschine praktisch interagieren können. Und es hat eine Weile gedauert und dann haben wir festgestellt, zusammen habe ich das mit dem Münchner Kreis gemacht, das ist ein Gremium aus Wirtschaft und Wissenschaft, und wir haben uns diese verschiedenen Studien angeschaut, haben eine Meta-Analyse gemacht und haben dann gesehen, also die zweite Säule sind praktisch Teamkompetenzen, miteinander zu arbeiten, was brauche ich dafür? Wir haben es tausendmal gehört, Empathie und so weiter und so fort, aber da sind auch andere Sachen dabei, also auch Umgang mit Unsicherheiten im Grunde, oder Sie sehen hier im Grunde auch eine Anpassungsfähigkeit, oder Sie sehen den Umgang mit Komplexität, und das ist noch ganz interessant, denn ich habe mit der Energie AG Oberösterreich mal gesprochen, was Sie glauben, welche Tätigkeiten im HR-Bereich in Zukunft ersetzt werden durch künstliche Intelligenz und welche beim Menschen verbleiben. Und dann haben wir auch über die Kompetenzen gesprochen. Und da sagte dann Frau Pieringer zu mir, also wir haben festgestellt, dass sich in den letzten 5 Jahren das, was wir als zukunftsfähig dachten, schon wieder verändert hat. Und das entspricht eigentlich auch meiner Wahrnehmung von diesem sehr technischen Aspekt oder diesem Wunschvorstellen. Sie hat nämlich gesagt, wir hatten am Anfang die Kompetenz Komplexitätsreduktion und wollten das trainieren und haben festgestellt, das geht gar nicht. Eigentlich müssen wir lernen, wie man mit Komplexität umgeht. Und deswegen stand eben in dieser mittleren Säule auch der Umgang mit Komplexität. Und so geht das mit aber verschiedenen Kompetenzen. Und das ist ein Lernprozess, der immer weitergeht und sich verändert. Interessant finde ich aber einfach nur, dass wir 3 Säulen haben, wo also eine ist die Maschinenwelt, die zweite sind wir im Miteinander und die dritte, die dazu kommt, sind wir als Ich, als Ego, als Person.
Persönlichkeit, als ein Mensch, der sich entwickeln möchte und der eine Arbeitswelt braucht, die ihm das eben ermöglicht. Und wenn Sie hier nochmal schauen, Sie haben das praktisch auch nochmal in der Aufzeichnung, wo Sie genauer jetzt die einzelnen Punkte lesen können. Aber wenn Sie hier jetzt einmal schauen, die rot umkreisten, also im Grunde Eigenverantwortlichkeit, Selbstorganisation, Selbstbewusstsein, Eigenmotivation, Lernfähigkeit, das sind alles Sachen, wo es heißt, okay, ich bin dafür verantwortlich, ich muss das machen und ich lerne also langsam damit, mich selbst zu organisieren. Ihre Kinder lernen das übrigens auch inzwischen in der Schule. Wir sind da teilweise noch so ein bisschen morgens wie die Lemminge rein, abends wieder raus, aber es wird also mehr so ein Erwachen auf Seiten des Nutzers und das führt dann eigentlich dazu, dass wir auch mehr wollen. Also wir wollen dann auch unsere Leistungsfähigkeit erweitern. Wir müssen sie erweitern, um gegen die künstliche Intelligenz anzukommen oder mit ihr auch zu arbeiten. Und wir haben auch die Möglichkeiten dazu. Und das bedeutet, dass wir im Grunde Orte finden, die uns auch dazu ermuntern. Also wo wir dieses Miteinander, diese Teamfähigkeit tatsächlich auch ausüben können. Wo wir einen Raumsituation finden, wo das möglich ist. Wo eben Knowledge Networks eine Homebase finden. Also ein Zuhause, was sie in vielfältigen Methoden schult, was sie in vielfältigen Formen des Miteinanders und Lernen trainiert. Interessant ist, dass uns dabei natürlich auch die künstliche Intelligenz unterstützt. Also auch da ist praktisch ein Erwachen insofern möglich, als dass wir realisieren, okay, ich kann jetzt hier schon meinen Tagesablauf, meine Agenda, ich kriege Vorschläge, wann ich atmen soll, wann ich aufstehen soll. Da merken Sie schon, dass hier praktisch die künstliche Intelligenz sehr personenbezogen natürlich mit meinen Daten, mit meinen Pulsfrequenzen, Stresslevels und so weiter umgehen kann. Und je mehr dieser sensorischen Fakten sie praktisch zusammenfasst, umso mehr qualitativ kann sie tatsächlich auch Dinge herausfinden. Und wir sind dann bei weit mehr als dem, was das Büro herausfinden kann an Frequenzmessung oder Belegung. Wir sind dann wirklich bei mir selbst, was die Arbeit für mich bedeutet, ob ich meine Performance wirklich leisten kann. Und laut Pascal Bornet, der bei McKinsey Digital in Singapur ist, meint er auch sehr stark, dass es genau diese smarten Assistenzsysteme sein werden, die uns praktisch durch den Tag führen, die uns diese Verschmelzung und Entgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeitwelt im Grunde ermöglichen. Und wenn Sie sich diese Darstellung mal anschauen, dann haben Sie da so einen grauen Kasten, der ist das Büro praktisch und alle die Funktionen, die bisher vom Büro verwaltet worden sind, also auch im Grunde natürlich keine individuelle Leistungsbemessung, das ist nicht erlaubt arbeitsschutzrechtlich, aber natürlich, wie hat das Team performt und so weiter, wann sind Sie gekommen, wann sind Sie gegangen, wie war die Frequenz, welche Räume wurden belegt und so weiter. Und dann sehen Sie so strichelt diese gelbe Markierung und da haben Sie eigentlich die ganzen Informationen, die das Individuum bekommt. Also zum einen durch das Internet der Dinge in der Stadt, durch die Aufzeichnungen, die überall sind, aber zum anderen eben auch, die Ihnen jetzt sagen, okay, wie habe ich eigentlich geschlafen, was wiege ich, was darf ich jetzt essen, wie sieht meine Ernährung aus, wo bin ich, wie finde ich mich zurecht und so weiter. Und ich glaube, dass tatsächlich alles, was da im Büro noch bisher gemanagt und verantwortet und mit hohen Sicherheitsauflagen datentechnisch geschützt werden musste, dass das sukzessive zum Individuum wandert, das Unternehmen aus der Verantwortung dann auch raus ist und ich ganz individuell sehe, okay, wo performe ich wie am besten, mit wem funktioniert die Arbeit, in welchem Raum fühle ich mich wohl, also dass ich genau weiß, wo ich wie leiste. Das ist natürlich irgendwo natürlich auch eine Selbstoptimierung, klar, aber es ist natürlich meine Entscheidung, nutze ich das jetzt, um vielleicht effektiver zu meinem Ziel zu kommen. Oder schalte ich es ab, weil es mich jetzt vielleicht doch irgendwie unterschwellig, weil ich es gerade mal einfach nicht möchte. Aber ich habe die Wahl. Und weil ich die Wahl habe, ist das der große Unterschied zu einer Arbeitswelt, die vorher mir Angebote gemacht hat. Aber im Grunde war ich letzten Endes viel abhängiger. Ich werde also jetzt durch diese digitalen Medien viel autonomer, kann viel faktenbasierter auch wissen, was ich wie leiste. Kann meinem Arbeitgeber sagen, pass mal auf, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Weil wenn ich jetzt hier noch länger bleibe, dann ist mein Cortisolspiegel so schlecht, dass ich die nächste Woche ausfalle. Also das sind alles Wissensvorsprünge, die wir nutzen werden. Und das wird die Arbeitswelt tatsächlich noch mal
verändern. Und es gibt die ersten Menschen, die sich darüber Gedanken machen, auch in der Immobilienwirtschaft. Denn die Frage ist natürlich, was zeichnet dann diese professionellen Umgebungen aus? Ich suche natürlich dann auch eine Umgebung, die mir, wenn ich so professionalisiert agiere, dann brauche ich auch einen Space, der sagt, okay, und genau das biete ich dir hier. Und was sind dann diese Kriterien? Wie verändert sich die Arbeitswelt? Und da musste man natürlich jetzt auch in Real Estate fragen. Und ich hatte das Glück, 2017 bis 2018 mehrere Workshops mit dem CEO von Swisscom Immobilien AG zu machen, Juri Engel. Und der ist sehr aufgeschlossen, auch deswegen, weil die Swisscom natürlich die ganzen 1000 Immobilien für die Swisscom selber verwaltet und plant und umbaut und im Grunde auch genau weiß, was der Nutzer will. Und wir denken, dass das generell für die Immobilienwirtschaft gelten wird, dass jetzt endlich in dieser letzten Bastion, die eigentlich immer B2B machen konnte, dass die jetzt sich auch um die Nutzereffizienz tatsächlich, die Nutzereffektivität Gedanken machen müssen. Endnutzereffektivität. Die werden spiegeln, wie gut es da funktioniert und die werden genau zurückkoppeln, ob diese Immobilie den Wert, den sie da postuliert, überhaupt tatsächlich wert ist. Und er sagt, vielleicht lohnt es sich ja, teurer zu bauen sogar, wenn sich dann die Nutzereffizienz um 10% steigern lässt tatsächlich. Und er sagt auch, es geht nicht darum, irgendwie, also wir haben die Pflicht, Räume zu realisieren, die eine Wirkung erzeugen und nicht nur Räume, die einfach nur gefallen. Also das ist wieder der Punkt, nicht Dekoration, sondern Wirksamkeit tatsächlich erzeugen in der Interaktion. Und der Credo, der daraus folgt, ist, dass aus dieser ganzen Denke von Flächeneffizienz, ich metere da meine Workbenches durch, verwandelt sich das in Nutzereffektivität. Also das heißt, was leiste ich hier für den Endnutzer? Kommt der hier zu seinem Recht, zu seinem Anspruch, zu seiner Arbeitsabsicht? Und wir gehen da rein und fragen, warum bin ich hier? Warum bin ich hierher gefahren? Den ganzen Weg, hat sich das überhaupt gelohnt? Kann ich hier etwas anders tun als zu Hause oder in einem Coworking Space oder in einem Hotel in der Stadt, die sich ja auch immer mehr der Arbeitswelt öffnen? Und was will ich hier lernen? Auch das ist praktisch ein Umdenken bei den Mitarbeitern, die mehr jetzt fragen, was kann ich hier machen? Und deswegen glaube ich, dass das Büro eine Art Bühne eigentlich sein muss. Also eine Bühne, in der wir uns ausprobieren, gemeinsam im Team Dinge erproben tatsächlich, Dinge präsentieren, dann auch wieder vor Publikum, schauen, was uns da challenged und uns immer wieder praktisch gemeinsam an die Grenzen führen und schauen, wie weit wir gehen können. Das Ganze vielleicht auch nochmal schön ausleuchten, also auch Möglichkeiten haben der Visualisierung, der Präsentation, die ganz anders ist als zu Hause. Also denken wir ruhig mal vielleicht weg aus diesen ganzen Industriestandards. Denken wir an menschliche, kulturelle Umgebungen, weil wir fragen uns ja auch, was ist die zukünftige Unternehmenskultur? Und wir brauchen dafür, glaube ich, ganz andere Bilder, als wir bisher in den Köpfen hatten. Und die Bühne, finde ich, taugt dazu ganz gut, wenn man noch so ein Geländer ausfährt praktisch über die Methoden, wie man sich jetzt darauf, wie man sich darauf verhalten, wie man sich darauf darstellen kann. Und was sind jetzt diese Eckpfeiler in diesem Experimentierfeld? Was unterstützt das Lernen und zu welchen Erfahrungen könnten die Räume einladen? Und Erfahrungen finde ich ein Wort, was man sich auch noch mal ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen lassen könnte, oder es reicht auch, dieses Bild zu betrachten, glaube ich. Weil Erfahrungen erleben Sie jetzt die ganze Zeit auch im Handel, in der Innenstadt oder haben Sie erlebt. Da geht es nämlich darum, nicht mehr nur zu entertainen, sondern im Grunde Experiences zu machen. Das heißt, im Grunde wirklich etwas, ein Involvement zu erzeugen. In der ganzen Kommunikation reden wir nur noch von Experiences. Und wenn Sie mal ganz ehrlich sind, dann meint ein stärkeres Involvement mit Ihnen, wo Sie etwas erfahren, mit Gänsehaut oder mit allen fünf Sinnen, das ist Lernen. Eigentlich meint Erfahrungen machen Lernen. Nur weil das deutsche Wort Lernen immer so unsexy klingt, können wir es uns vielleicht besser mal damit übersetzen und vielleicht behalten Sie dazu auch dieses Bild im Kopf. Und ganz tolles zum Beispiel, was ich gesehen habe bei Adobe in San Jose, da ist also Lacey Arslan dabei, die sagt, also jetzt muss ich diese Räume unterschiedlich konzipieren. Das heißt, ich muss einmal meinem Gehirn den Übergang von einer Situation in die nächste ermöglichen, denn ich werde ja Räume nach meiner Arbeitsabsicht aussuchen und ich muss das viel mehr sensorisch machen, auf den Menschen eben ausgerichtet. Das heißt also visuell, haptisch, akustisch, auch über
Farben, über Atmosphäre tatsächlich einfach. Und sie denkt sehr stark, dass ich das praktisch auch über so ein sensitives Design, dass das viel stärker ins Büro muss. Und das passt auch zum Lernen, weil diese ganzen Erfahrungen funktionieren eigentlich auch sehr stark über unsere Gefühlswelt. Das heißt, ich muss also sehr stark auch die Emotionen viel mehr ins Büro holen und adressieren. Und wenn wir uns das vielleicht auch nochmal angucken vor diesen 200 Jahren Industrialisierung, also hier zum Beispiel 1612, glaube ich, in der Schneiderwerkstatt, die hier in den Niederlanden dargestellt ist, da sehen Sie, dass die Menschen sich eigentlich ihrer Tätigkeit nach ganz anders oder ganz entsprechend verhalten haben. Das heißt, die Schneider sitzen auf dem Tisch, dem Licht am nächsten, auf dem Kissen, haben praktisch die Textilien auf den Knien ausgelegt, ausgebreitet, weil sie da den Faltenwurf am besten sehen. Wenn das Licht zu sehr blendet, haben sie die Hutkrempe dafür, davor. Der Kunde steht direkt im Laden, sie bekommen das ganze Gespräch mit, die Mode läuft auf der Straße als Inspiration vorbei. Also sie haben eigentlich in dieser Schneiderwerkstatt an Activity-Based, also entsprechend ihrer Arbeitsabsicht, das perfekte Setting, auch wenn es vielleicht nicht toll ist, 8 Stunden im Schneidersitz zu sitzen. Aber will sagen, wir müssen mal gucken, für welche Tätigkeiten wir welche Räume schaffen. Und im Moment machen wir das leider wieder falsch, muss ich Ihnen sagen, indem wir nämlich dann sagen, okay, hier haben wir noch eine Fläche, wieder Flächeneffizienz gedacht und nicht Nutzereffektivität. Hier, da kann doch noch mal einer eben was irgendwie, da machen wir ein Board hin und dann können die sich da eben was runterladen oder irgendwas machen. Dass da aber Menschen im Rücken die ganze Zeit vorbeigehen, dass die vielleicht da Einblicke haben, dass ich den Menschen, der da an meinem Rücken vorbeigeht, aber nicht sieht, das ist ein Unwohlsein, was tatsächlich dann auch Colin Ellard sehr schön beschreibt als kognitiver Neurologe, der sagt, wir haben so ein evolutionäres Gedächtnis und das schleppen wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mit uns mit, noch als Menschen, die aus der Savanne kommen. Wir wollen gerne einen Überblick und wir wollen gerne einen geschützten Rücken haben. Das ist etwas, was uns in den Workbenches, in den Open Spaces natürlich genommen wurde. Das ist etwas, wo aber unser Unterbewusstsein mit gegen ankämpft. Also das heißt, wir wollen schon schauen, können wir das optimieren dahingehend, dass da nicht unterschwellig immer irgendwas arbeitet, damit wir selber besser arbeiten können. Er sagt, wir sind keine Gehirne in Bottichen, wir sind körperlich und organisch und wir fühlen uns dem verbunden und das meint eben auch sehr stark die Natur. Also das meint im Grunde, das war für mich ein Beispiel hier, der Changi Airport in Singapur, wo eigentlich ja alles voll Retail normalerweise ist und hochpreisiger Retail, da haben die jetzt den ganzen Terminal praktisch mit Tausenden von Bäumen, Palmen, echten Büschen ausgestattet mit einem Wasserfall. Also einfach um Erholung, auftanken und es ist ein Hotspot geworden. Viele Menschen möchten da hinfahren, lassen die Flüge umlenken, um praktisch das zu sehen und das zu erleben. Und das bedeutet, auch in so insofern ist es interessant, die Biophilie, also die Liebe an dem, was wächst, an Pflanzen, ist etwas, was uns ganz urwüchsig verbunden ist. Wir sehen es gerne, wenn etwas wächst. Wir haben eine große Vorliebe zum Beispiel auch für Farne, so leicht federige, etwas komplexere Blätter. Und Sie sehen in der Darstellung hier, dass es zum Beispiel entweder, wenn die Natur im Raum ist, auf allen drei Ebenen, also sowohl praktisch in der Stressbalance als auch im Bewusstsein, in der kognitiven Wahrnehmung, als auch dann unterschwellig im Gefühl. Da haben Sie so drei Spalten. Da können Sie sehen, praktisch, was dann wie weit durchgeht. Und das, was Sie hier sehen, was dann also gut für den Herzrhythmus oder die Wachschlafphasen ist, das sehen Sie hier praktisch dargestellt. Das sind alles wissenschaftliche Studien. Also wir haben es wissenschaftlich belegt. Wir wissen eigentlich, was uns gut tut, aber wir haben es eigentlich noch kaum realisiert oder gebaut. Und darum geht es eigentlich jetzt. Und es gibt auch die ersten Gebäude, wo Sie das sehen. Finde ich hier sehr schön von Deloitte in Amsterdam, The Edge. Also auch Community-Zonen, Blick ins Grün, Grün reingeholt, Ausblick dahin. Und was ich sehr schön finde, sind diese Trassen dort oben, die als kleine Balkone oder Wege ausgelegt worden sind, wo Sie beginnen beim Telefonieren wieder dann so hin und her zu laufen, zu schlendern. Das sind so intuitive Verhaltensmuster, die wir haben und die, glaube ich, total wichtig sind, dass wir die wieder entdecken. Also, dass Sie auch im Homeoffice mal aufstehen zum Telefonieren oder ich sehe auch Menschen, die draußen praktisch teilweise so walken und dann ihre gewissen, ja, bestimmte Telefonate einfach dabei führen. Also probieren wir das aus. Das ist was, was wir eigentlich gut können, was uns liegt und was wir nur in der alten Arbeitswelt verlernt haben.
Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das tun, weil die Wissensarbeiter, Arbeiterinnen natürlich die teuerste Ressource sind in dieser neuen Arbeitswelt. Und wie ich ja schon sagte, für die künstliche Intelligenz brauchen sie keine Büros bauen. Aber dann wäre es jetzt schon mal wichtig zu schauen, okay, wie kriege ich den emotionalen Trigger, wie kriege ich die Motivation? Und wenn ich jemanden entwickeln möchte, auch zum Lernen, dann finde ich diesen Spruch eigentlich ganz schön aus dieser Tradition, wo es heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und da ist natürlich damit gemeint, dass ich ganz unterschiedliche Kompetenzen, Generationen, Hintergründe, Charaktere eigentlich brauche, die dann, an dem das Kind reift, wo es sich also verschiedene Dinge anschauen, aneignen kann, nachmachen kann. Und eigentlich ist es sehr schön, Sie sehen auf dem Bild eine Schule in ICAST von CF Möller Design Architekten gemacht. Und auch da geht es darum, praktisch ganz verschiedene Räume zur sportlichen Ertüchtigung, aber dann auch Gemeinschaftsräume. Also nicht dieser Frontalunterricht nur Klasse, findet teilweise auch statt, aber es geht mehr darum zu schauen, wie kommen wir jetzt zusammen, welche Erlebnisse können wir in den einzelnen Get-Together-Zonen kreieren, wie unterschiedlich ist auch das, was wir tun, hinsichtlich Konzentration, Kollaboration oder auch einfach nur so einem losen Abarbeiten. Und dazu brauche ich eigentlich Motive und auch Beispiele, die nicht aus der Arbeitswelt kommen, sondern wo ich vielleicht auch wirklich mal ins Dorf schauen kann oder auf die Bühne oder in ein Kulturzentrum. Etwas, was bei Menschen, bei uns etwas auslöst und etwas mit uns macht. Und dann sind wir nämlich eigentlich genau dabei, dass es darum geht, diese Potenziale, die in uns doch sind und bisher wahrscheinlich eher geschlummert haben, tatsächlich zu erwecken. Und wir tun das, indem wir ein emotionales und aktives Involvement erzeugen, Erfahrungen kreieren, Erlebnisse, die eine Interaktion mit unserer Umgebung tatsächlich aufsetzen, anbieten und aus der wir dann tatsächlich auch schöpfen können. Herzlichen Dank für diese umfassenden Gedanken, für alles, für den Einblick in die Dinge, die dich beschäftigen, die Gespräche, in denen du bist. Es ist eine große Ermutigung, dass wir uns als Nutzer wahrnehmen und immer wieder überprüfen, suchen, uns auf den Weg machen in den Planungen. Was ist denn die Arbeitsumgebung, die uns wirklich hilft und unterstützt, in der wir uns wohlfühlen und in der wir gut performen? So haben wir uns auch für unsere neue Fläche hier im Forum für das Erlebnisreich einige Gedanken gemacht und folgen diesem grundsätzlichen Prinzip, dass die Nutzer und Nutzerinnen je nach Tätigkeit die für sie passende Raumzone finden und wählen können. Das sind unterschiedliche Raumzonen, die da möglich sind. Wir denken an Raumzonen für konzentrierte Tätigkeiten, an Raumzonen für das Team, für die gemeinsame Arbeit, Co-Kreation, Meeting, für Kommunikation oder auch Gemeinschaft. Ich möchte das gerne mit dem Grundriss erläuternd zeigen, dass eine flexible Raumgestaltung keineswegs mehr Platz benötigt, denn durch eine aktivitätsorientierte Aufteilung kann der Raum sogar effizienter genutzt werden. Dazu zeigen wir den Grundriss nochmal in seinem System. Wir haben hier ein Bürogebäude im üblichen Raster mit Achsen von 1,35 Meter. Es sind 18 Achsen. Daraus könnte man in klassischer Aufteilung 6 Doppelbüros erstellen und dort 12 Mitarbeiter unterbringen. Diese Arbeitsplätze haben wir auch geschaffen, aber ein bisschen anders. In 2 großen Teamflächen, jeweils 4 Achsen breit, sodass wir 8 Achsen dafür verwendet haben und wir gewinnen damit zusätzliche Fläche für 5 weitere Räume für Meeting, Konzentration und Co-Kreation. Da die Fläche in unserer Ausstellung ist, haben wir die Begegnungsflächen für spontane Kommunikation oder auch für Gemeinschaft vorgelagert in unserer Halle. Wir glauben, dass diese neue Flächenperspektive das Büro fit für die Zukunft macht. Und durchdachte Raumkonzepte und bewusst positionierte Trennwände eine agile Arbeitslandschaft entstehen lassen. Jetzt möchte ich nochmal auf die 6 Raumzonen mit ein paar Bildern eingehen. Wir sehen hier die Flächen, die wir gebaut haben oder realisiert haben für Konzentration, denn manchmal möchte man sich einfach ungestört zurückziehen für ein Telefonat, eine Videokonferenz oder das Lesen oder konzentrierte Bearbeiten von Unterlagen. Es ist ein temporärer Rückzug.
Danach geht man gerne wieder zurück in das Team, die Fläche für die gemeinsame Basis, für das Miteinander. Wir sehen hier eine kommunikative Raumzone mit einer Bench für 6 Arbeitsplätze oder auch eine etwas ruhigere Raumzone hier in einer wandorientierten Aufstellung, wo ich eher signalisiere, ich möchte jetzt weniger gestört werden und konzentriert im Team arbeiten. Agiles Arbeiten bedeutet auch gemeinsam neue Konzepte und Lösungen zu entwickeln. Das heißt, man möchte zeitweise zusammen Aufgaben bearbeiten und sich intensiv austauschen und dadurch produktiver sein. Die Wahl zwischen komfortablem Sitzen in einer Lounge oder Arbeiten im Stehen ermöglicht Haltungs- und Perspektivwechsel. Dann gibt es natürlich noch das klassische Meeting, die verabredete Besprechung in einem größeren oder vielleicht auch kleineren Raum. Hier kommt die passende Medientechnik dazu, damit auch digitale Teilnehmer und Teilnehmerinnen hybrid an diesem Gespräch gleichberechtigt teilnehmen können. Die zufällige Begegnung, das spontane Gespräch, das, was wir so vermissen, wenn wir nur im Homeoffice sind zurzeit, das ist sehr wichtig für unser Miteinander. Wir sehen hier Fotos aus unserer Ausstellung, auch mal eine Arena, auf der man sich miteinander hinsetzen kann und einfach locker austauscht. Und wo erlebt man das Herz eines Unternehmens, den Markenkern? Was macht dieses Team aus? Es sind die Flächen, die nicht unbedingt für das Arbeiten da sind, die den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl stärken. Flächen für Gemeinschaft, Flächen zum Ausruhen, zum Gedanken schweifen lassen. Und nun möchten wir Sie gerne mit einem kleinen Film, 5 Minuten in unser Erlebnisreich mit bewegten Bildern einladen. Waren in der Vergangenheit oft geprägt von dem Vorbild einer Mönchszelle. Nichts soll vom Arbeiten ablenken. Doch Tatsache ist, dass wir produktiver sind, wenn wir uns wohlfühlen. Hinter dem Erlebnisreich steckt zum einen eine funktionale Leitidee als auch eine gestaltete Leitidee. Die funktionale Leitidee kann man vielleicht so beschreiben: Der Mitarbeiter sucht seine Arbeitsumgebung passend zu seiner Tätigkeit selbst aus. Er kann also seinen Arbeitsort mehrmals am Tag wechseln. Zur gestalteten Leitidee ist das zentrale Thema die Verbindung Mensch und Natur. Die Studie Human Space Report untersucht auf globaler Ebene, welche Auswirkungen die Gestaltung von Arbeitsplätzen auf die Gesundheit, Psyche und Wohlbefinden hat. Und es zeigt sich, dass durch die Natur am Arbeitsplatz ganz maßgeblich positive Effekte gelingen. Das Thema Bergwelten wurde nicht nur durch die Bedruckung mit Bildmotiven, sondern auch durch die Furniere, Farben, Dekore, Oberflächenstrukturen und Materialien in unterschiedlicher Weise transportiert. Ziel war es, durch eine naturnahe Gestaltung und positive Assoziationen ein Raumerlebnis zu erzeugen, das motivierend und inspirierend wirkt. In unserer neuen Arbeitslandschaft Erlebnisreich haben wir es geschafft, mehr Raum auf gleichbleibender Fläche anzubieten. Und dafür haben wir 6 unterschiedliche Raumzonen geschaffen, die für jede Anforderung die passende Umgebung bietet. Konzentration, Co-Kreation, Team, Meeting, Kommunikation und Gemeinschaft. Jede Raumzone unterstützt eine Arbeitsweise. Teamfläche bedeutet, seine Tätigkeit mit den direkten Kollegen aus dem Team auszuüben und den direkten, spontanen Austausch zu fördern. Wenn ich mich für eine Aufgabe besonders konzentrieren muss oder möchte ich nicht gestört werden, gehe ich hierfür in einen Raum, oft auch als Think Tank oder Rückzugsraum bezeichnet.
Der Raum für Co-Kreation bietet gerade im Mobiliar die dafür notwendige Fläche für die Arbeit zu zweit. Wir können also gleichzeitig auf den Monitor schauen. Keiner ist der Besucher am Arbeitsplatz des anderen, sondern hat sich dazu gemeinsam verabredet. Kommunikation ist der spontane Informationsaustausch in kleinen Gruppen. Um seine Kollegen nicht zu stören, ist es wichtig, aus der Teamfläche herauszugehen. Das Meeting hingegen ist ein verabredeter Informationsaustausch, der diskret, akustisch, manchmal auch visuell abgeschirmt ist. Zudem darf er auch oft repräsentativer sein. Gemeinschaft ist gerade im vergangenen Jahr noch wichtiger geworden für die Zukunft. Gemeinsam in die Pause gehen, sich austauschen und sich als Team fühlen, ist für die Identifikation mit einer Firma sehr wichtig geworden. Agil arbeiten verstehen wir im Sinne, wechselnde Aufgaben in wechselnden Raumzonen zu erledigen, die für die aktuelle Tätigkeit ideal sind. Von beschreibbaren magnetischen Oberflächen bis zu integrierten Monitoren für die Einbeziehung von Kolleginnen an anderen Standorten oder im Homeoffice. Und diese Zeit zu gestalten durch einen sinnvollen Wechsel an Tätigkeiten und Arbeitsorten erzeugt ein Erlebnisgefühl, das sinngebend und positiv auf uns wirken kann. Das Erlebnisreich ist hier ein Ideengeber, wie Arbeit erlebt werden kann. Eine naturnah gestaltete, gemeinschaftsstiftende Umgebung, in der sich Menschen begegnen und zusammenarbeiten. Im Büro der Zukunft geht es darum, nicht nur Flächen zu reduzieren, sondern es geht vielmehr darum, Räume zu Interaktionsräumen weiterzuentwickeln, um hier eine Bühne für Kreativität und Innovation zu schaffen. Bei mir sind unsere Expertinnen, die schon bekannt sind, auch aus dem Film. Es ist Susanne Wermund. Susanne hat von der innenarchitektonischen Seite unsere Räume mitgeplant. Rainer Höhne aus der Beratung und im Vertrieb Trennwände. Und mein Bruder. Wir führen das Unternehmen gemeinsam. Herzlich willkommen, Klaus Michael. Wir freuen uns sehr, dass im Chat einige Fragen eingetroffen sind und auch stark geliked wurden und priorisiert wurden. Wir versuchen nun, die Fragen gemeinsam zu beantworten. Ich fange mit der ersten Frage an, weil sie sich auch auf Trennwände bezieht, unser eigenes Produkt. Frage geht an dich, lieber Rainer. Warum Trennwände und keine mobilen Lösungen, sondern gleich oder auch gleich feste Wände? Also damit sind nicht Trennwände gemeint, sondern wohl Massivwände oder vielleicht auch Trockenbauwände. Ja, Systemtrennwände sind zerstörungsfrei versetzbar und können so auf veränderte Raumsituationen flexibel in der Zukunft reagieren. Außerdem bieten sie natürlich ein großes Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten, nicht nur im Design, sondern auch was die Bauphysik angeht, mit Blick auf Schallschirmung, Schallabsorption zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit. Vielen Dank. Die nächste Frage lautet, welche Rolle spielen Arbeitszeitmodelle im Office-Alltag? Sind starre Arbeitszeiten noch zeitgemäß oder sind Modelle wie Vertrauensarbeitszeit nicht sinnvoller? Liebe Birgit, das ist vielleicht eine Frage für dich. Ja, ich denke, es hat sich in vielen schon durchgesetzt, dass man auf Vertrauensarbeitszeit geht. Und ich finde sogar fast die nächste Frage ist jetzt der Vertrauensort, ne, im Grunde. Also das mit den Zeiten ist eigentlich schon, würde ich fast sagen, in vielen Unternehmen auf Vertrauensarbeitszeit und sehr flexibel gehandhabt, da wo es möglich ist natürlich. Aber interessant fände ich jetzt tatsächlich auch zu sehen, Vertrauensort, also wann kommt wer ins Büro und wie lässt sich das dann auch nochmal vom Gebäude managen? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine neue Herausforderung. Klingt sehr spannend und ja, erfreulich. Es gibt nochmal eine Trennwandfrage. Was ist denn neu am FECO Erlebnisreich mit Blick auf die Trennwände? Lieber Klaus-Michael, magst du antworten? Ja, gerne. Unser Produkthighlight ist das neue Holztürelement H70 mit der besonders schlanken Systemtürzarge in Echtholzoberfläche Eiche, die den naturnahen Oberflächen entgegenkommt, die natürlichen Oberflächen widerspiegelt und der Beginn einer neuen Produktreihe gestaltet. Darüber hinaus haben wir Neuheiten im Bereich der Schallabsorber.
Akustikelemente aus Filz, die hochabsorbierend sind und gleichzeitig Pinfläche darstellen. Ebenso Stoffabsorber mit Digitaldruck, beispielsweise hier gezeigt in einem Wolkenmotiv. Dann haben wir neue Oberflächen der geschlossenen Wandscheiben als hochmatte und hochglänzende Oberflächen, die auch beschreibbar, die pinnbar sind. Und generell unterliegt das Trennwandsystem, das FECO-System, einer ständigen Weiterentwicklung, die insbesondere in der Adaption an die neuen Raumkonstellationen liegt. Und ein schönes Beispiel ist die wieder gestiegene Nachfrage nach der wandintegrierten Organisation, zum Beispiel um Whiteboards ein- und aushängen zu können. Da gibt es ja ganz schön viel zu entdecken. Ja, super. Wäre klasse, wenn man das dann auch mal live wieder erleben darf. Nicht nur als Livestream, sondern auch live bei uns im Forum. Danke dir für deine umfassende Antwort. Wir gehen mal auf das Thema Zuhause. Was ändert sich denn zu Hause? Und haben hier eine Frage, die auch schön geliked wurde. Es ist die schlichte Frage, was empfehlen wir für die optimale Gestaltung des Homeoffice? Liebe Susanne, hast du Gedanken dazu für uns oder Antworten? Da gibt es natürlich nicht die universelle Antwort, weil das entspricht oder es hängt davon ab, wie das Raumangebot zu Hause denn eigentlich auch abgebildet ist. Ob ich auch zu Hause lebe, alleine oder in der Familie. Aber optimal ist natürlich, wenn man sich zurückziehen kann für Meetings, dass man dazu auch die Möglichkeit hat, sich wirklich darauf zu konzentrieren, auf die Aufgabe. Ansonsten ist natürlich der Wechsel gerade im Bereich Homeschooling und Homeoffice oft auch eine Herausforderung morgens. Da muss man seine Möglichkeiten finden, ob man da gemeinsam dann in einem Raum arbeitet, ob das möglich ist. Das ist natürlich auch die Frage, ob man das mit seinem Arbeitgeber auch so kommunizieren kann. Ideal ist auf jeden Fall, man hat einen Arbeitsort, an dem man sich wohlfühlt und dass man sich da auch gut dazu committen kann, daheim zu arbeiten. Danke. Darf ich gleich anschließen mit einer Frage, die ich vielleicht auch selbst beantworten mag? Es ist die Frage, ob wir denn empfehlen, ganz vom Homeoffice abzukehren. Denn für die fragestellende Person hat das Homeoffice auch einen großen positiven Effekt auf die Work-Life-Balance. Und da würde ich sagen, das können wir, glaube ich, alle im Raum nur unterstreichen. Es war vielleicht fast überfällig, dass das Homeoffice aus seiner etwas misstrauisch beäugten Position herausfinden konnte und als gleichwertiger Arbeitsort akzeptiert wird. Und ich glaube, der Gedanke, der uns alle umtreibt, ist, dass es den Nutzern einfach selbst überlassen sein sollte, wo sie am besten arbeiten können. Und das ist für eine Person im Homeoffice und für eine andere vielleicht lieber im Büro. Also wir wünschen uns einen flexiblen Umgang mit der Wahl des Arbeitsortes. Genau, das führt mich zurück ins Büro zu einer Frage, wie werden denn Ergonomie und Personalisierung in einem flexiblen Office sichergestellt? Ist es überhaupt möglich, wenn vielleicht der Arbeitsplatz nicht mehr persönlich und fest zugewiesen ist? Liebe Birgit? Ja, das ist halt beides. Also Sie werden wahrscheinlich über Ihre Smartwatches oder smarten Assistenzsysteme genau, Ihnen wird erklärt, faktenbasiert, ob Sie jetzt mal aufstehen sollten oder ob Sie sich krumm halten und solche Geschichten. Das können Sie alles auch über Monitorings. Da gibt es schon so kleine Kameras, die Sie über Ihren Bildschirm machen. Also wenn Sie möchten, ist das jetzt schon verfügbar, dass Sie Ihre Haltung praktisch immer mal wieder korrigieren. Also insofern, da haben wir technische Tools, aber wir haben natürlich dann auch die Möbel dafür, die das dann ermöglichen. Ich denke aber auch, dass es durch die Vielfalt und den Wechsel, also denken Sie an dieses Activity-Based, dass Sie also unterschiedliche Räume für Unterschiedliches nutzen, sowohl in der Wohnung, vielleicht nicht nur das Homeoffice, sondern auch mal was vielleicht am Küchentisch beim Kaffee machen können, genauso wie Sie das im Büro in einer Lounge-ähnlichen Atmosphäre dann mal machen, wo Sie sich eher so hinflätzen und wo das vielleicht jetzt nicht unbedingt Arbeitsschutzrichtlinien entsprechen muss. Und dann haben Sie aber wieder eine konzentrierte Arbeit am Schreibtisch, wo Sie den ergonomischen Stuhl brauchen. Vielleicht gibt es auch mal einen Schaukelstuhl im Büro demnächst. Also, dass man wirklich einfach mal so ein bisschen breiter guckt und das von der eigentlichen Arbeitsabsicht tatsächlich abhängig macht. Und ich denke auch, dass sogar ein Spaziergang draußen in der Natur durchaus zur Arbeitszeit in Zukunft dazugehören kann. Mhm.
Dann haben wir noch eine sehr interessante Frage bezüglich der Mitarbeiter und des Prozesses, wie man so sein Büro verändern kann. Die Frage lautet, sollten denn die Mitarbeiterinnen bei der Gestaltung der Arbeitsräume mit einbezogen werden? Ich glaube, das ist eine Frage für Susanne. Sehr gern. Ja, auf jeden Fall. Also das hatten wir auch schon vor der Pandemie so gehandhabt, dass wir die Nutzer auch mit zur Gestaltung ihres Büros einladen. Denn schließlich sind es am Schluss die Mitarbeiter, die sich in dem Büro wohlfühlen müssen. Und eben gerade dieser Faktor des Wohlfühlens schlägt sich gerade auch in der Kreativität nieder und auch in der Produktivität. Und deswegen ist das auf jeden Fall wichtig. Da hätte ich noch eine Anmerkung. Ja, gerne, Birgit. Weil Colin Ellert hatte auch noch so einen Satz, den ich nicht erzählt habe, gesagt, er meinte, wir sind soziale Wesen und das heißt, wir arbeiten gern in Gruppen, aber wir sind auch territorial veranlagt. Und das fand ich ganz interessant. Also das heißt, ich will auch meinen Platz so wie der Hund sich dreimal um sich selber dreht, bis er sich dann hinsetzt. Also ich will auch was selber gestalten. Ich will da auch was besetzen können und ein bisschen mit Hand anlegen. So erarbeitet man sich ja auch einen Ort. Ja, das betrifft das Büro natürlich. Ich kann aber hier auch nochmal den Schwenk machen auf das Zuhause, denn da gibt es eine Frage von Dirk, die auch anderen gefällt und einige Likes bekommen hat, ob wir denn Ideen haben, wie zu Hause Arbeitsinseln erstellt werden können, auch Ruhebereiche. Da zu Hause ja viel los ist, es arbeiten unterschiedliche Familienmitglieder zu Hause, andere lernen, Kinder und Haustiere sind ja auch da, was schön ist, aber vielleicht auch mal störend. Gibt es Gedanken, dass man auch unterschiedliche Arbeitsorte zu Hause braucht? Susanne? Ja, also das sind im Grunde Zonierungsmöglichkeiten zu Hause. Also dass man sich bewusst auch abschirmt und auch sagt, das hier ist mein Arbeitsort. Die Trennung eben dann von Arbeitsort zum restlichen Zuhause durch, ganz profan im Grunde, so eine Art Paravent zum Beispiel wäre eine Möglichkeit oder so eine Stellwand. Die Akustik ist auch oft ein Thema, dass es nicht in so einem halligen Raum auch stattfindet, in dem gleichzeitig dann die Kinder spielen. Da wird man auf jeden Fall gestört. Also dass man da auch Maßnahmen ergreift, um die Akustik runterzufahren und da für Ruhe zu sorgen. Also es gibt da schon auch vielfältige Maßnahmen, aber ich glaube auch gerade eben diese da eine Trennung zu schaffen, ist förderlich. Ja, vielen Dank. Ich bin hier gerade ein bisschen parallel immer am Schauen, welche Fragen denn jetzt die größte Wichtigkeit haben, als nächstes ausgesprochen zu werden. Und habe eine sehr schöne Frage nochmal entdeckt. Welchen Zusammenhang von Büro- und Unternehmenskultur es gibt oder geben kann? Birgit, magst du noch? Ja, gerne. Das finde ich ganz entscheidend, weil natürlich das Büro jetzt auch gegenüber den Third Spaces, also den Coworking Spaces oder wenn wir begriffen haben, es liegt an mir, wo ich arbeiten will und mal gucken, wie weit jetzt der Weg zum Büro ist oder woanders hin. Dadurch, dass ich es eigentlich überall machen kann, ist dann die Frage, wie gut ich es überall machen kann. Was ich eben nicht überall habe, ist diese wirklich mit allen fünf Sinnen auch meine Mitarbeiter irgendwie um mich zu haben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil des Büros. Das heißt, diese Unternehmenskultur ist aber jetzt nicht mehr so, okay, hier erlebe ich nur diese vier Farben, die ich im Logo habe, sondern das heißt im Grunde, hier erlebe ich diese Arbeitsweise, wie wir uns verstehen, wenn wir miteinander arbeiten und wie wir praktisch für unsere Kunden oder praktisch auch unter unternehmerischer Sicht eigentlich arbeiten möchten. Und das praktisch zu bauen, das bedeutet Arbeitsstile zu bauen und nicht eine Corporate irgendwie da rein zu pflanschen. Das finde ich den entscheidenden, glaube ich, Unterschied. Und da geht es dann auch wieder auf die Menschen und wie sie am meisten, am besten befähigt werden. Mhm. Vielen Dank. Ja, es wird sehr viel über die Arbeit gesprochen, über die Gestaltung der Büros. Und hier gibt es eine Frage im Chat, dass sich die Arbeit für die Mitarbeiter verändert. Aber ob sich denn die Arbeit auch für die Unternehmensführung verändert oder verändert werden muss? Klaus-Michael? Ja, sicherlich verändert sich die Arbeit für die Mitarbeiter und auch für die Unternehmensführung. Wir erleben das im eigenen Unternehmen. Wir erleben hier einen Betrieb, der sowohl aus einem produktiven Teil besteht, als auch aus Büroarbeitsplätzen. Das heißt, wir haben ohnehin eine gewisse Anbindung der Büroarbeitsplätze an den Betrieb.
Das heißt, wir fahren in unserem Unternehmen eine Kombination aus Homeoffice und Präsenzzeit. Manche Mitarbeiter sind komplett im Homeoffice, andere sind teilweise im Homeoffice. Und bei uns hat das im letzten Jahr, in den letzten 13 Monaten, auch die Digitalisierung enorm beflügelt. Das heißt, für uns als Unternehmensführung war die große Frage, wie kriegen wir den Change, den Wechsel unseres Unternehmens von 90% Büroarbeit auf mindestens 50% Homeoffice hin und wie funktioniert das Unternehmen? Das war ein spannender Prozess. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auch im Bereich der Digitalisierung hier tolle Fortschritte machen konnten und für uns heute das Thema Videotelefonie im Betriebsintern auch eine Selbstverständlichkeit darstellt. Vielen Dank. Ja, es macht uns Spaß, diesen Wandel der Arbeitswelt nicht nur bei den Kunden mitzuerleben, sondern auch selber auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Und es sind natürlich nicht immer nur Erfolge. Manchmal spürt man auch, dass Dinge nicht funktionieren und justiert nach. Aber vieles bringt uns auch deutlich weiter. Und so genießen wir den Wandel der Arbeitswelt und versuchen eben auch positive Seiten abzugewinnen. Es gibt noch eine Frage für Rainer, nämlich wie können uns Trennwände eigentlich bei unserer täglichen Arbeit unterstützen? Ja, die FECO-Systemtrennwände bieten viele Möglichkeiten, was die horizontale Wandorganisation angeht, sodass man flexibel Whiteboards einhängen kann. Damit können agile Arbeitsmethoden unterstützt werden. Zudem gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Wandoberflächen. Magnetische Wandoberflächen, die ein Anbringen von Notizen etc. ermöglichen oder pinnbare Flächen und eben auch beschreibbare Flächen, die in letzter Zeit im Zusammenhang mit agilen Arbeitsmethoden sehr stark nachgefragt werden. Und grundsätzlich hilft es eben ergänzend zur offenen Teamfläche, Raumzonen abzugrenzen, die dann temporär für bestimmte Nutzungen aufgesucht werden. Herzlichen Dank. Die Landschaft spielt ja eine Rolle in unserem Erlebnisreich und es ist nicht nur ein dekoratives Motiv, so gibt es auch eine Frage, die sich auf die Biophilie bezieht und hinterfragt, aus welchen Quellen sich diese positive Wirkung der Biophilie vielleicht auch belegen lässt. Susanne, magst du noch mal antworten? Ja, also der Mensch hat ein tiefes Bedürfnis, sich mit der Natur zu verbinden. Also das geht evolutionär sehr weit zum einen, aber es gibt natürlich auch Studien. Also ich hatte ja auch in einem Film erwähnt, zum Beispiel der Human Space Report ist von Interface, ist ein Teppich, Hersteller initiiert und wird herausgebracht, genauso aber auch Steelcase hat regelmäßig seinen 360-Grad-Report und diese sind ebenso hinterlegt mit Studien, bei denen Mitarbeiter befragt werden weltweit, also es sind globale Studien und da gibt es nationale Unterschiede, aber es ist im Grunde sehr global, dass der Mensch sich in der Natur wohlfühlt und damit auch mit Naturaspekten aus dem Farbbereich, Materialbereich und vielleicht auch Bildmotiven. Herzlichen Dank und Birgit ergänzt noch mit einem vielleicht noch ein Schlusswort. Eine Quelle vielleicht noch dazu geben. Es gibt die Studie, die ich zitiert habe, ist von Tara Bright Green, 14 Patterns of Biophilic Design und da können Sie einfach mal in der Website das eingeben. Sie haben es nachher auch in der Präsentation am Rand, steht es auch noch als Quelle. Und hinterlegt sind praktisch dann die ganzen wissenschaftlichen Studien, praktisch die ich jetzt nur als Tabelle da dargestellt hatte, das nur als Antwort auf die Frage. Also da ist wirklich viel inzwischen mit dem Biophilic Design, das gilt als sicher bewiesen. Auch das Licht, die Lichtwirkung vom biodynamischen Licht gilt als sicher bewiesen. Und ansonsten muss man tatsächlich sagen, wir müssen noch viel ausprobieren. Wir kennen uns selber noch viel zu wenig. Also wir müssen das wieder entdecken, was wir eigentlich in diesem Maschinenzeitalter verlernt haben. Super, ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Birgit. Wir fühlen uns ermutigt, auszuprobieren, freuen uns darauf, das in kommenden Projekten zu testen, zu erleben und uns auszutauschen. Herzlichen Dank für alle Zuschauer, für die Zeit, die Sie und ihr investiert habt, uns hier zu folgen. Wir haben diese Stunde aufgezeichnet und sie wird in Kürze auf YouTube
auch nochmal nachzuerleben sein, wer Lust hat, nochmal reinzuschauen oder diesen Beitrag auch weiter zu empfehlen. Ich danke ganz herzlich euch, der Expertenrunde, Klaus Michael, Susanne, Rainer und ganz besonders Birgit dir für den weiten Weg aus Hamburg hierher zu uns. Es ist klasse, mit dir hier eine Veranstaltung zu machen, hat uns viel Freude gemacht. Ja. Genau. Herzlichen Dank. Danke.